Französisch. Ja, servus Leute. Heute testen wir mal F2, oder? Nein, F1 ist es von BGE. Ja, Multiflash auch. Die habe ich mal aus so einem Familiensortiment. Da war alles mögliche drin, dicke Brummer, Knatterbälle. Ja, da sieht man auch nochmal genauere Infos. 6 Stück sind normalerweise drin. Ja, das war in so einem Plastiksackel drin, so einem kleinen. Okay. Keine Ahnung, ob es das jetzt noch so gibt. War schon ewig her. Hat zumindest einen Stand gefunden, das macht es feiner. Ja, ja, da habe ich sie. Da liegen, aber die passen irgendwie nicht mehr alle. Okay. Kann man sie eh gleich reinhauen. Ja, testen wir es, oder? Ja. Zünden wir mal an. F1, oder? Sind sie nicht schlecht, ja? Geht schon. Das, was leicht komisch ist, die hätten es kleiner machen können. Schon, aber da steht ja fast ein ganzes Ding neu. Ohne Ausgang? Ja, da rausgesprüht, noch was vorbei. Ja, passiert den Besten. Ja, eh. Die Besten aus China. Ja, das BGE-Zeug ist eh gar nicht mal so günstig. Dass das China ist. Nein, das ist wirklich nicht günstig. Das ist aber ungefähr so, als wenn Deutschland aus mit Startrate. Startrate, das Zeug auch, ist sau teuer. Ne? Ich meine, ich habe ja da die Kugelraketen gehabt, also das Assortment-Set im Karton. Das kostet bei uns eigentlich ein Vermögen bald. Ne? Ja, mit den 8 Kugelraketen, mit, frag mich nicht, 68 Gramm, glaube ich, NEM. Weil für Österreich natürlich noch F2. Ne? Aber das ist BGE, Austria oder halt Bürotrade. Und Startrate und so, die sind da alle ein bisschen, wo ein bisschen mehr drauflegen muss. Ja, aber ich meine, sie haben gescheite Sachen. Die Batterien und so, da kannst du normal nichts sagen. Die passen auch noch immer. Ja, ich glaube, die Psycho, die ist ja auch für ihnen, oder? Die Psycho-Serie, die sind gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, von BGE habe ich noch nicht einmal eine Batterie zu. Okay, ja, ich habe es leider mal auf YouTube auf das gesehen, weil ich da mal geschaut habe. Okay. Ich glaube, die Psycho-Serie, die ist für ihnen. Kann nicht so sein, dass du mit da bist. Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir da mal was in die Hand. Ja, mal schauen. Ja, machen wir wieder was zum Finden. Für die andere Firma, ne? Ja. Dann war es mal so weit gewesen, oder? Ja. Ja, passt. Servus. Servus.